Moin Leute, herzlich willkommen zur dritten Folge vom FIFA 20 Volta Story Modus. Wir sind mittlerweile in Amsterdam und zwar im Boiler. Dort soll es ordentlich zur Sache gehen. Wir gehen jetzt hier einfach mal weiter und sollten hier mal in Teammanagement. Wir haben doch hier noch unseren richtig krassen Typ, der am Anfang ein bisschen gesnitcht hat, weil er ein bisschen arrogant war. Nelly Lindberg, du kommst leider raus. Dann werden wir mal direkt loslegen. Ast rein, da ist unsere Crew. Und er hat endlich auch nicht mehr dieses komische Polo-Shirt an. Das finde ich persönlich sehr, sehr gut. Oh, schöner Pass. Oh Gott, Alter, haben wir dem einen gerade eine mitgegeben. Aber was machst du denn, Jungs? Was war denn da los? Es sah tatsächlich ein bisschen so aus, kann man ja auch einfach mal so sagen, als hätte er ihm einen Dödel reingemacht. Ich meine, jeder Mann kennt das, oder vielleicht fast jeder Mann, der mal Fußball gespielt hat. Da landet auch der Ball manchmal in unangenehmen Situationen. Okay, jetzt sollten wir uns mal ein bisschen ranhalten hier. Und ich muss gleich, oh, bitte lass mich das nicht vergessen, den Style von den Leuten unbedingt ändern. Oh Gott, da war ich ein bisschen zu krass drauf. Und 1-0. 2-1. Oh, Torwart. Oh, bitte, komm. Bitte, weg, weg die Murmel. Ran an die Bulette. Und Zucker. Komm, nochmal ran. Jawohl. Warte mal, wie viele Dinger müssen wir noch? Oh, da können wir durchgehen. Jawohl. Schöner Fallrückzieher, der war echt lecker. Oh, jetzt sind die richtig offensiv eingestellt. Aber das war kein Foul, der Schiedsrichter. Und da haben wir gewonnen. 9-8er Bewertung. Bald sind wir, glaube ich, auch schon auf der 70. Also auf der 70er Bewertung. Ah, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ich wollte doch meine Leute ein bisschen schicker machen. Aber egal, wir werden das hier einfach schnell beenden mit denen. Als ob. Was war... Ey, der war doch nicht drin. Der war doch daneben. Oh, raus mit der Pille. Schieß rein. Wie wir die einfach nur so komplett destroyed. 3-0 nach 40 Sekunden. Oh, das haben die schön gemacht. Schade. Ich dachte, wir können das hier richtig schnell beenden. Er ist mal die Beine weggezogen, aber komplett. Leute, und plötzlich steht's bisschen... Oh, 4-3. Ja, endlich. Eine Murmel jetzt noch rein und dann läuft das aber. Jetzt, komm, den musst du doch machen. Dankeschön. Revy mal wieder rettet den Tag. Ach, jetzt geht's schon weiter. Gut gespielt. Danke. Danke. Willst du noch eine Runde? Ja, ja, klar. Warte, wo ist T? Hey, zeig mal. Ich teste gerade das finale Design. Mit den achteckigen Flexrädern. Hohoho, was ist das? Hast du ein Solo-Deal? Nein, nicht wirklich. Okay, bis später. Heiß! Was läuft hier? Eigener Schuh? Wieso kriegen wir die Schuhe nicht? Das ist nichts, okay? Vergiss es. Zeig die Schuhe nochmal. Okay, komm her. Das ist nur der Prototyp. Niemand hat die gesehen. Sohlenfederung, das schont die Knie. Und achteckige Flexrädern. Ich versuche mit meinen Ersparnissen einen Hersteller zu finden. Das ist der Anfang, hoffe ich. Ich denke, die passen mir. Ha. Furchtbar, verzieh dich. Los, geh. Hey, Mann. Solche Sachen sind ja immer Geschmackssache. Aber die sahen ja richtig komisch aus. Mit dem Klettverschluss da vorne und dem keine Ahnung, Tiger-Design. So, was kriegt er denn jetzt mal für ein Shirt? Er kriegt blau. Oh, da könnte ich auch ein Volta-Shirt. Na, ich glaube, ich bleibe hier bei dem blauen Top. Oder bei dem roten. Das rote sieht ganz cool aus. Und dann geht's direkt in Runde 3. Ah ja, das ist schon wesentlich übersichtlicher. Und jetzt ganz easy. Bumm. Hallo. Okay. Schmeiß ich einfach komplett gegen die Wand. Und Butz. 2-0. Und nochmal vernascht. Zack. 3-0. Da kommen wir dieses Mal echt gut durch. Okay, wenn man vom Tor so spricht. Oh. Egal. 4-2. Einen machen wir noch und dann ist easy. 4-3. Krass. Ah, es sind noch 11 Sekunden in der Halbzeit. Komm, jetzt. Bitte, bitte, setz dich durch. Oh, das wäre noch so geil gewesen vor der Halbzeit. Seitenwechsel. Komm, das muss es sein. Ja. Zack. Easy. 5-3. 9,8er Spielerbewertung. Oh, gegen die Panthers. Bin ich mal gespannt, ob die schwer sind. Kann ich auch von hier aus einfach? Nice. Schnick, schnack, schnuck. Junge, was ist er eigentlich für ein Riese? Schön gehalten. Das war wichtig. Und jetzt? Als ob. Also keine Ahnung, die Panthers sind irgendwie mega offensiv. Ho, jetzt, genau, und jetzt waren wieder alle vorne und ich kann hier einfach einlochen. Und schon wieder. Das sind bis dato echt die einfachsten Gegner. Und wir haben das 70er Overall Rating und stehen jetzt, glaube ich, im Halbfinale, oder? Schon machen wir das doch hier mal locker. Oh, so geht's direkt los. Yo, so eine Flanke machen, indem man einfach den Ball zwischen die Beine nimmt und dann so hochwirft schon fast. Also das war, als ich noch Fußball gespielt habe, da war sowas definitiv nicht mein Metier.
Boah, was? Das war eher mein Metier, den Ball komplett daneben ballern. Und ihm auflegen. Ah, schade. Ich dachte, er nimmt den Volley, weil das brauchen wir auch noch. Schön. Komm, spiel. Perfekt. Und bam. Das wäre beinahe schon wieder in die Hose gegangen. Jetzt langsam, verlangsamen und schönes Ding. Oh. So, wollen wir Deckel drauf machen? Ich würde sagen, ja. Schön. 5-0. Amsterdam. Alter, was hat er? Hat er gerade diesen Thanos-Jump gemacht? Spieler verpflichten. Oh ja, wir haben jetzt auch 4 von 6, hatte man gesehen. Hier, ihn können wir. Er kommt Heimatplatz Rio de Janeiro. Wirklich verpflichten? Ja. Ich meine, 75er auf jeden Fall. 5 Siege. Stimmt. Neuer Rekord. Wir sind die Kings of the Court. Nein, 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 nein. 5 Siege heißt Gleichstand. Was, mit wem denn? Wer groß sein will, muss groß aufspielen. Ist das so? Und du bist der größte Köter hier, oder? Wuff. Okay, T. Wie wär's mit einem Spielchen? Sag an. Siegen wir, kommst du zurück ins Team. Siegst du, ziehen wir ab. Ihr habt keine Chance. Wollt ihr noch Nummern austauschen? Ich find's krass, dass... Noch eine Runde! Erst aufgeben und jetzt wieder zurück zum Team kommen. Also ich mach das nur, wenn er auf jeden Fall sich ein anderes Shirt anzieht. Aber mit seinen Schuhen verdienen wir hoffentlich Millionen. Und? Ah, schade. Ich dachte, wir könnten es direkt wieder wiederholen. Müssen wir hier mal ein bisschen aufpassen. Ich will echt... Scheiße. Ey, Konzentration. Ich will das echt nicht verlieren. Jetzt. Komm. Oh nein, wir sind jetzt auch viel zu offensiv. Oh, ganz ruhig. Ganz ruhig, Leute. Jetzt nicht alle nach vorne. Scheiße. Alter, schon 2 zu 0. Jetzt, komm. Mach ihn rein. Yes! Let's go. Mit denen haben wir Probleme. In Tokio haben wir leider auch den einen Fight verloren. Komm, leg nochmal rüber. Jetzt. Ist frei. Jawohl. Jetzt wirklich ein ganz langer Ball. Und den musst du machen. Sauber. 3-2. Spiel komplett gedreht. Jetzt auch konzentriert, auch ein bisschen mehr verteidigen. Die Spieler da zum Teil gut decken. Ja. Yeah. Komm, einfach rein, die Murmel. Batz. Das ist, glaube ich, eine wesentlich bessere Taktik. Ich habe defensiv ein bisschen suboptimal gespielt. So, jetzt gucken. Ah, da drüben. 4-3. Beziehungsweise 3-4. Komm, eine Bude noch. Genau, spiel ihn und schieß. Ja! Yeah! Yes, wir haben das Match gewonnen. Geil. Krass, damit haben wir das nächste Land, beziehungsweise, ja, oder die nächste Stadt komplett beendet. Oh, jetzt können wir einen Spieler verpflichten. Und dann sollten wir, ja genau, jetzt können wir ihn holen. Ja, Junge, aber er kriegt auf jeden Fall, wir machen gleich mit ihm einen freaking Ich-verwandel-dich-Tag auf RDL. Stille ist gut, oder? Keine Ahnung, was hier los ist. Ja, ja, genau so muss das sein. Wir sind Kings of the Court. Aber warte, warte, warte. Wo ist bitte meine Krone? Hört ihr noch nicht? Du sagtest, du wärst der King. Ganz sicher nicht. Würde ich niemals sagen. Denn hier gibt's eine Queen. Genau so muss das sein. Rocky. Du erinnerst mich an Ed. Ah, nein. Nein, da fehlt noch einiges. Die Crew hat was drauf. Hat Jay gut gemacht. Willst du noch eine Lektion? Ah, jetzt müssen wir noch mal gegen zu die... Mir. Bereit? Aber wer ist sie denn? Ist sie irgendeine berühmte Freestylerin? Queen's Crew. Oh, ich will nicht wieder auf den Sack bekommen. Jetzt rüber. Holy crap, das wäre geil gewesen. Jawohl, das muss doch sein. Da ist doch keiner mehr. Easy, 1-0. Geil. Wir werden uns sowas, wir werden auf jeden Fall einen aus deren Crew verpflichten, wenn wir das Ding hier gewinnen. Lassen die kommen und dann machen, lassen wir die den Fehler machen. Rüber. Okay, so viel dazu. Wir haben den Fehler gemacht. Jetzt. Setz dich durch und schieß. Yes, 2-1. Unser Neuer hat auch gar nicht seinen Dingenspullover an, den er sonst hat. Oh, Fehlpass. Oh, bitte. Yes. Wurde jetzt nicht. Nach. Wieso hat sie den nicht gehalten? Was war er denn da? Jawohl. Direkt die Antwort. Ein Tor noch. Eine Bude. Dann können wir, glaube ich, einen richtig guten verpflichten. Jetzt. Das kann's sein. Das kann's sein. Sie trifft nicht. Sie ist die Blinde unter den Blinden. Yes! Jawohl, ja. Wie? Die kann ich mir nicht holen? Na toll. Könnte ich mir den Stürmer, aber den brauche ich an sich nicht. Ach so, jetzt muss ich jemanden weggeben. Luan Nkosi. Ich will ja eher, ja auch einen Stürmer, aber dann habe ich einen besseren Stürmer. Yo, Ref. Deswegen rufe ich nicht an, aber... Alter, Kreuzband hält. Okay, weißt du, wen ich gefunden habe? Bobby.
Sie spielt in der Heimat des Straßenfußballs. Und da schickt Jay Ten dich hin. Nach Rio. Nach Rio. Koi vai Shaga! Koi vai Shaga! Ah, Bobby. Bobby, seid ihr beide zufällig hier? Oh, rein zufällig. Hey, trainierst du die Bobby? Ah nein, das ist nicht so glorreich. Ich darf bloß mitspielen. Was? Training wäre nach dem Flug doch hilfreich. Du willst trainieren? Mit den Kids da? Die machen dich platt. Du meinst wohl, ich mach die platt. Denk immer dran, wo du gerade bist. So, kommen wir jetzt gegen die... Jetzt spielen wir gegen brasilianische Straßenkinder. Das war schon immer mein Traum, ey. Nee, das Kind darf mich jetzt hier nicht fertig machen. Als ob. So. Batz! Mach mal die kleinen Kinder fertig! Und rüber. Und der muss, ich wollte schon gerade sagen, wenn er das Kopfballduell gegen das Kind verliert, dann wäre hier aber einiges los. So, habe ich. Jetzt. Sauber. Ach, wir haben gewonnen. Nice one. Gutes Spiel, Kinder. Wir sind hier in Rio de Janeiro mit unserer Mitspielerin Bobby Pillay. Ach, das war jetzt das Training. Und wir werden uns von Kids austricksen lassen. Von Kids, die in 10 Jahren die WM gewinnen werden. Ref, Spiel gegen Bobby. Bobby, zeig uns was. Okay. Aka 3000! Oh! Nein! Ich war noch nicht so weit! Nicht mein Problem, ich poste das jetzt! Komm schon, spielen wir Fußball? Oh, jetzt kommt die Big Timothy Challenge! Big Timothy hört sich gut an, gute Idee! Wovon redet ihr da? Okay, es ist ganz einfach. Es ist eine Challenge. Siegen wir, kommst du zurück. Siegst du, hast du die Wahl. Von mir aus. Okay, komm, Big Timothy Challenge. Diese Aufnahme ist ein rechtsgültiges Abkommen. Aber es gegen wieder die kleinen Kinder. Okay, die machen wir platt. Oh, oh. Die Kinder sind im Angriff. Oh, sehr gut gehalten. Und jetzt baller ich dem Kind den Ball um die Ohren. Oder auch nicht. Ich war einfach zu schlecht. Und Zucker. Einfach ein schöner, lockiger Flupfer. Oh, die dürfen auf jeden Fall nicht rüberspielen. Ah, das war so abzusehen, aber den Pass konnte ich auch kaum verhindern. Komm. Oh! Okay, den Move haben wir heute auch noch nicht gesehen. Nice, Alter. So ein Scorpion-Kick, glaube ich. Zack. Oh, geh runter. Jawohl. Spieler verpflichten. Ja, dann werden wir sie doch mal... Hier. Warum ist das Kind so riesig? Gut, dann nehmen wir sie. Warum ist die eine denn plötzlich so groß wie das eine Kind? Hey. Vinicius. Ref, Bobby, Vinicius Junior lässt anfragen, ob wir gegen Vinicius Junior spielen wollen. Und gegen machen ein paar wir. Meiner Freunde. Okay, drei Tore zum Sieg. Kein Problem. Vinicius machen wir fertig. Okay, das dürfen wir nicht verlieren. Schöne Flanke. Oh, ich wollte gerade sagen, Alter. Leute drauf. Ah, Mist, Alter. No-Look-Schuss sogar. Ja! Sauber. Komm. Nein. Leute. Jawohl. Yes! Okay, 2-2. Das nächste Tor entscheidet. Wir müssen irgendwie in Ballbesitz kommen. Spiel rüber. Und wieder zurück. Jawohl! Da ist das Ding. 3-2. Jetzt bin ich gespannt, wen wir verpflichten können. Aber wir können niemanden verpflichten. Schade. Hey, ich spiele in einem Turnier in New York. Und die suchen noch gute Spieler. Ich denke, dass ihr da nach New York passen kommen wir gerne. Darf ich euch den Organisatoren vorstellen? Oh Mann, das wäre wirklich cool. Stark gespielt heute. Die Zukunft gehört dir, Bro. Jetzt geht's, glaube ich, auch direkt schon nach New York, oder? Guten Abend, Ravi. Hallo. Mein Name ist Beatrice Villanova von Villanova und Partner. Ja. Wir repräsentieren einige absolute Topspieler. Ja, ich hab Zeit. Hoffentlich hast du kurz Zeit. Wir folgen deinem Channel und du hast uns ziemlich begeistert. Danke. Meine Partner und ich möchten dich zu einem Straßenfußballturnier hier in New York einladen. Wir denken, dass das die perfekte Gelegenheit ist, allen deinen Leistungsstand zu zeigen. Hast du Interesse? 1+ ist der Leistungsstand. Sag Bescheid. Ja, ich habe Interesse. Hallo? Hey Siri? Yo, was ist los? Wir haben eine Einladung zur Weltmeisterschaft in Buenos Aires. Als ob. Unfassbar! Hört ihr das? Wir kommen! Jay Ten fährt zur WM! Hey. Oh ja. Hier. Jay wird aus. Pro Street Invitation. Yo, lass gehen, die Legendenbahn. Beatrice Villanova, ich freue mich, dich kennenzulernen. Tschüss. Du musst so langsam auf die Bühne, der Draft ist in 2 Minuten. Ja, dann ist ja noch Zeit. Vinicius, Griezmann, Hunter,
Chill, Rev. Du hast gleich am Anfang gedraftet. Was? Hast du die Mail nicht bekommen? Hä? Welche Mail? Dieses Jahr wurden die Regeln geändert. Es ist Straßenfußball. Und deshalb dürfen die Straßenspieler sich dieses Jahr ihre Profiteams aussuchen. Profiteams? Geil. Was? Moment, was? Ja, genau. Ach, ich kann mir jetzt einen von den Leuten aussuchen, oder was? Nein, wähle ein Team. Warte mal, wenn ich Dortmund nehme, hätte ich dann Marco Reus? Bei Liverpool wäre es wahrscheinlich so Salah. PSG wäre es wahrscheinlich Neymar und Mbappé. Aber ich persönlich hätte am ehesten mal Bock, Reus zu sehen. Mal gucken. Das wäre halt echt geil. Achtelfinale spielen wir jetzt gegen Liverpool. So, aber spiele ich jetzt auch gegen einen Spieler von Liverpool? Ah, ich habe jetzt Witzel und Sancho. Ja, aber ich wollte doch Reus. Wieso habe ich denn jetzt... Also nichts gegen Witzel und Sancho. Sancho ist ein Spieler mit richtig viel Potenzial. Der wird auch noch richtig krank abgehen. Aber ich hätte halt gern Reus gehabt, muss ich zugeben. Aber egal, wir representen wenigstens ein bisschen Deutschland. Pass auf Sancho. Bam, Junge, da hat Salah keine Chance. Was ist denn los? Vorsicht, Salah! Oh, Mann. Boah, ey, das kann doch nicht wahr sein, dass der den einfach so reinmacht. Jetzt. Schönes Ding. 2-2. Ich weiß jetzt aber nicht, ob bei drei Toren schon Ende ist. Oh, Junge. Was machst du denn? Okay, es geht scheinbar bis 5. Jetzt. Nein. Weg mit dem Ball. Warte mal, das Tor muss noch leer stehen. Schön. Jetzt. Schieß. Was? 5-3. Liverpool vom Platz gefehlt. Warte, es geht immer noch weiter? Muss die Zeit ablaufen, oder was? Eine Minute dann noch. Verteidigen, verteidigen. Vorsichtig. Schön. Oh. Das gibt es nicht. 5-5. Das dürfen wir jetzt nicht mehr. 10 Sekunden noch. Ja, schieß. Witzel. Jawohl, 4 Sekunden vor Schluss. Jawohl. Ach, es gibt noch ein Rückspiel. Oh, schönes Ding. Jawohl. Es könnte auch sein, dass bei 10 Schluss ist. Jetzt. Musa. Oh. Revy. Jawohl. Dreierpack. Da müssen wir doch auch mehr Skillpunkte für bekommen. Und Sancho. Jawohl. Ho. Wie er mich gerade vernascht hat. Oh nein. Ach, wir haben sogar schon 10. 10 Tore. Also es wäre auch nach 10 nicht vorbei gewesen. Ja, getunnelt. Und wieder ist es Witzel. Ich spiele das jetzt einfach runter. 50 Sekunden noch. Da sollen die ja mal rankommen hier. Oh, oh. Oh, die kommen. Scheiße, ich habe mich in Bedrängnis gespielt. Ach, ich bin so ein Abfalleimer. Scheiße, wie viele Sekunden noch? Warte, der ist doch frei jetzt. Ja. Alter, wie die nicht gedeckt haben. Die sind nur auf die Spieler gegangen. Schön Liverpool aus dem Stadion gefegt. Okay, Leute. Wir haben Liverpool aus der Street Football Arena rausgeschossen. Besser wird's nicht. Dementsprechend werden wir uns beim nächsten Mal tatsächlich Online-Spielern widmen. Davor habe ich schon ein bisschen Angst, weil die sind bestimmt richtig gut und werden mich komplett auseinandernehmen. Das werden wir auf jeden Fall mal testen, wie die Leute online so drauf sind. Wenn ihr selber Bock habt, den Story-Modus zu zocken, dann gönnt euch FIFA 20. Der Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Da könnt ihr dann auch im Grunde genommen den Story-Modus noch fertig spielen. Denn da gibt es, denke ich mal, noch einige ziemlich nice Sachen. Leute, das war's für heute. Lasst ein Like da und beim nächsten Mal, wie gesagt, gibt's den Online-Modus. Haut rein. Ciao, ciao.